Mein Gegenüber, Michael Strasser, ist 84 Tage lang am Stück von Alaska nach Patagonien gefahren, hat damit einen Weltrekord aufgestellt, ist die 7 höchsten Berge der 7 Alpenländer komplett solo. In 7 Tagen hat er das bezwungen, auch wieder mit einem Weltrekord. Ja, und heute sprechen wir darüber, was das, ob das vielleicht sein Lebenssinn ist, warum er das macht, was es für Ideen für ihn gibt, wie man mit den Challenges, die auf diesem Weg kommen, umgeht und was für einen Öztaler wichtig ist. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Die intensivsten Momente im Leben gibt es nicht für Geld, sondern es gibt sie nur dann, wenn du dich in eine Challenge steckst und mit viel Fleiß vielleicht so eine Challenge dann schaffst. Ride Hard and Dream On, der Podcast des Ötztaler Radmarathon. Servus Michael. Servus, hi. Danke, dass du bei uns im Podcast bist und ich muss natürlich die Episode so anfangen. Gratuliere. Danke. Also was du wieder gemacht hast mit deiner 771 Challenge ist echt unfassbar. Ja, ich bin echt gescheit müde. Also ich bin super müde, aber auch wirklich super happy, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich das maximal aus dem Ding ausgeholt habe. Also ich könnte keine Stunde schneller das. Es ist alles so perfekt gelaufen und es ist, ja, wir haben gemeinsam mit meiner Frau und mit meiner innersten Leute das 2 Jahre lang sehr detailliert geplant und ja, hat sich wirklich ausgezahlt, da viel Energie im Vorfeld reinzustecken. Vielleicht gibt es ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, was du machst oder nicht wissen, von was wir da sprechen. Du bist Extremsportler. Ich weiß gar nicht, ob das Wort bei dir überhaupt genug ist. Ich glaube, das ist Ultra-Extremsportler. Naja, eigentlich ist es so, ich selber verwende es gar nicht. Also ich bezeichne mich selber nicht als solchen, weil ich das, was ich mache, jetzt knapp 20 Jahre mache und halt einfach ja, sehr in kleinen Portionen und seriös aufgebaut habe. Und extrem hat für mich immer was so ein bisschen ein Touch, dass es jetzt nicht seriös ist. Vielleicht ist es einfach nur in meinem Kopf so verhaftet, aber ja, also ich mache einfach Sport, versuche immer aus den Projekten, die ich mache, das maximal rauszuholen, aber Extremität ist immer so viel unberechenbar, Draufgängertum, das bin ich nicht. Also ich bin weder Draufgänger noch versuche im Vorfeld wirklich bis auf ein minimalstes Restrisiko alles irgendwie abzuchecken und so war es jetzt auch bei dieser 771-Challenge. Also die Berge an sich sehe ich als deutlich weniger gefährlich wie die 1400 Kilometer, die eben diese 7 Berge verbindet, weil da bin ich im öffentlichen Verkehr. Da habe ich es mit vielen anderen Leuten zu tun, die ich nicht beeinflussen kann, ob die jetzt aufmerksam gerade sind oder nicht. Und ich habe vor 2 Jahren einen Kilometer vor meiner Wohnung hat mir LKW beim Abbiegen übersehen, ich am Radlweg komplett unschuldig und hat halt mit der Hinterachse mein Radl zermalmt und ich bin nur um Zentimeter weggekommen, sonst wäre ich genauso unter der Achse gewesen. Und seitdem sehe ich halt die ganze Verkehrswelt schon einmal mit ganz anderen Augen. Das glaube ich da, ja. Ganz kurz noch, 771, 7 höchste Berge, der 7 Alpenländer, komplett solo. Von einem Esel bestiegen und da alles dazwischen genau unsupported. Das heißt, ich durfte vom Anfang bis zum Ende keine Hilfe von Wurstgeweben in Anspruch nehmen. Ist ein bisschen schade, weil ich durfte auch nicht Kameraleute irgendwo positionieren auf schönen Passagen oder an schönen Gipfelgraten. Ja, ich habe mich aber dazu entschlossen, dass die Performance oder der Sport im Vordergrund steht und die Aufnahmen, die dabei entstehen, halt zweitrangig sind. Ich habe jetzt quasi nur eine GoPro in der Hand immer wieder kurz aufgedreht, aber da habe ich in 7 Tagen, glaube ich, keine Stunde Laufzeit gehabt, also weil einfach der Fokus war auf der Performance und nicht am medialen Output. Dafür hast du jetzt Pressestress. Dafür ist jetzt, ja, also ganz lustig, ich habe ja den Rekord oder die schnellste Fastest Known Time, die hielt ja bis vor kurzem der Wolfgang Fasching, das ist eine österreichische Langstrecken-Ikone. Großes Vorbild zu meinen ersten Jahren, generell auch heute noch aus Persönlichkeit. Also den Menschen hört man einfach gern zu. Und den habe ich eben vor einem halben Jahr einmal besucht und habe ihm halt erklärt, dass ich gern seine Zeit angehen möchte. Und ja. Mega, dass das jetzt alles so aufgegangen ist. Also es ist richtig, richtig unglaublich eigentlich. Ja, kaum zu glauben, gell?
Ja. Wenn man jetzt im Nachhinein wahrscheinlich, wenn man das, du hast im Vorgespräch gesagt, 2 Jahre lang darauf hinarbeitet und Ja. das dann macht. Ich meine, was die Leute auch noch verstehen müssen. Also, okay, man weiß, wo der Mont Blanc ist, man weiß, wo die Zugspitze ist, man weiß, wo der Großglockner ist, aber das sind ja, ich habe mir das aufgeschrieben, das sind 1400 Kilometer mit Radl mit 36.500 Höhenmeter plus dann noch 155 Kilometer zu Fuß mit 20.000 Höhenmeter. Also, das ist ja unfassbar. Das ist wirklich Ja. krass. Ja, ich habe schon gewusst, dass so diese 7, 8 Tage theoretisch möglich sein können, weil die alte Zeit war halt bei 9,5 Tagen vom Wolfgang. Allerdings hat der Support Crew gehabt, das heißt, der hat ein bisschen, hat ein leichtes Radl gehabt und hat gewisse Berge überschreiten können. Das heißt, der ist zum Beispiel die Dufourspitze in der Schweiz, ist er von Italien rauf und ist quasi nach Schweiz runtergelaufen. Dann der Spaß, da gleich mal 140 Kilometer Radfahren. Das kannst du nicht Das machen kann ich nicht allein. machen, weil ich zu meinem eigenen Radl wieder zurückkommen muss und ich habe das Ganze, die Bergausrüstung am Radl. Das heißt, mein Radl hat nicht 6,5 Kilo, so wie es quasi ausgeliefert wird, sondern hat fast 20 Kilo gehabt mit der Ausrüstung. Das tritt sie natürlich über die großen Pässe auch nicht so fein. Aber ich habe das die letzten Monate einfach im Training trainiert. Ich habe einfach, selbst wenn ich nur 3 Stunden vorgegangen bin, ich habe mir einfach die Taschen vollgerammt. War natürlich mäßig spaßig, muss ich schon sagen, weil Radfahren ist für mich halt schon auch so, dass ich mir denke, ich genieße einfach mit so coolen Radeln unterwegs zu sein und dann machst du das extra schwer. Aber so schweres Radl fährt sich anders. Also das fährt sich in der An also bergauf so und so, aber in den Abfahrten, der Schwerpunkt ist viel weit hinten, weil ich habe so eine Packtasche, die, wo man viel Gewicht einladen kann und die, da ist der Schwerpunkt sehr weit hinten und das fährt sich einfach anders. Das muss man üben. Und das waren natürlich schon eine harte Ausfahrten, wenn du halt. Wenn ich mit meinen Trainingskollegen davor und einfach bei den Anstiegen einfach das Gewicht mitschleppe und da habe ich stark gelitten oft. Das glaube ich da. Was war denn dann die Endzeit? 7 Tage, 10 Stunden und also man kann sagen 7 Tage und 11 Stunden. Also diese 7,5 Tagesgrenze war tatsächlich so, dass das der optimalste Zeitpunkt. Also es eine Woche vor dem Start, ich war ja 3,5, 4 Wochen vor dem Start schon am Fuße des Mont Blancs, haben mich akklimatisiert, bin immer wieder rauf, runter, habe öfters in hohen Hütten geschlafen zusätzlich, um mich an die Höhe anzupassen. Und da habe ich ja Wochen vor dem Start mit meiner Frau, sind wir den Zeitplan nochmal durchgegangen, während unser kleiner am Rücken geschlafen hat bei uns. Und wir haben uns dann nachher gedacht, das Gespräch hätten wir jetzt eigentlich aufzeichnen sollen, weil spätestens am 2. Tag werden wir uns am Schädel greifen, weil sie sagen, das geht nicht, ja. Also der erste Tag, ich habe den Mont Blanc, die Radlstrecke zum Gran Paradiso und den Gran Paradiso an einem Tag gemacht. Das heißt, am ersten Tag gleich mal mit fast 7.000 Höhenmeter gestartet. Das sind halt Distanzen, die simulierst in einem Trainingstag nicht. Macht keinen Sinn, da bist du einfach fertig. Und ich habe selber nicht gewusst, wie reagiere ich auf das. Und der zweite Tag war eben dann eine lange Radlstrecke, auch wieder mit ein paar tausend Höhenmeter. Aber das ist halt das Schöne, dass ich halt am Radl sehr ökonomisch fahren kann. Also ich kann mit Ich habe mich tatsächlich beim Radfahren erholt, obwohl ich ein paar tausend Höhenmeter zum Fahren gehabt habe. Ich bin einfach sehr locker gefahren und habe einfach geschaut. Bei so Projekten ist man ja schnell, nicht in dem, dass man schnell fährt, sondern in dem, dass man permanent fährt. Also diese Brutto-Netto-Zeit ist bei so Projekten einfach essentiell, dass man halt kaum und wenig Stillstände zusammenbringt. Wow, das ist so hart, du fährst durch Italien, du fährst durch die schönsten Gegenden, überall sind Rennradfahrer, überall sitzen sind die Eisdielen, trinken Espresso und du denkst dann nur, keine Zeit. Jeder Espresso an der Bar sind 10 Minuten weg und du hast einfach keine Zeit für das. Also ich plane sogar die Klopausen so, dass ich erst wirklich gehe, wenn ich wirklich muss, weil wenn du 3 Pausen zu viel machst am Tag, ist wieder eine halbe Stunde weg. Ja, aber wie tust du damit schlafen? Weil das ist ja der größte Zeitrauber in dem Fall. Ja, ich habe die ersten Nächte habe ich schon versucht, 3 Stunden pro Nacht zu schlafen. Das habe ich einfach gebraucht, weil am Anfang halt die Orgenberge waren mit Mont Blanc und vor allem mit der Dufourspitze. Die Dufourspitze von Zermatt am Gipfel und wieder retour, das sind 46 Kilometer und 4.400 Höhenmeter oder so. Und vor allem das ist Bergablaufen, das ist halt für den ganzen Bewegungsapparat schon ziemlich krasser Input und Impact. Und das immer wegzustecken, da habe ich einfach dann wirklich diese 3 Stunden einfach gebraucht. Und dann die zweite Hälfte
habe ich dann nur mal so 2 Stunden geschlafen und dann meistens noch so 15 bis 30 Minuten extra irgendwann an meinem Tag, wenn ich nicht mehr können habe. Mhm. Also da bin ich, an der letzten Nacht, die wollte ich eigentlich komplett durchfahren, die habe ich aber dann in der Früh um 4:30 war ich dann so fertig, dass ich nach einer Abfahrt, bei einer Abfahrt war ich fast eingeschlafen, ich habe keinen blassen Schimmer heute mehr, wie ich da runtergekommen bin. Und dann war aber so ein Ort und ich habe einfach ja, mit der Bankkarte probiert, ob die Bank aufgeht und der Foyer ist aufgegangen und ich bin im Foyer einfach eine halbe Stunde geschlafen. Auf einem Stahlboden mit Helm, mit Jacken, genauso wie ich eingegangen bin und es war einfach herrlich. Und das ist schon das Coole, dass man das, was ich da mache, geht es ja in Wahrheit darum, was macht der Kopf. Also dass man körperlich muss man sicher, man muss fit sein, aber jetzt habe ich 20 Jahre lang Leistungssport gemacht, das Level ist glaube ich solide gut, aber man muss immer wieder seinen Kopf, seinen Rechner neu starten. Und da reichen wirklich so 15 bis 30 Minuten Schlafphase reichen, um wieder so den Rechner neu zu starten, damit man wieder klarer wird im Kopf, damit man wieder neue Motivationen schöpft und das wieder weitergeht. Ja, wie macht man das überhaupt im Kopf? Ich setze mal, du wirst da ganz kleine Ziele immer setzen, oder? Weil ja, genau. Also das ist ja die ganze klassische Methode im Mentaltraining, ist einfach, dass man sich große Portionen, die man sich nicht vorstellen kann, in kleinere runterbricht. Und so habe ich halt nicht ein großes Projekt gehabt, sondern ich habe halt 7 Berge gehabt und 6 Distanzen dazwischen. Das heißt, das waren 13 Portionen und die habe ich mir einfach irgendwie versucht, diese 13 Portionen wieder in Tages-, also wieder in Portionen zu teilen. Also ich fahre am Radl, wenn ich, keine Ahnung, 250 Kilometer fahren muss, dann fahre ich 50 und dann gönne ich mir einen Riegel und dann fahre ich nochmal 50 und dann gönne ich mir ein anderes Getränk und dann fahre ich nochmal 50 und am Ende irgendwann, ja, futterst Haribos und trinkst Cola dazu. Also es ist halt bei so Projekten dann auch alles erlaubt, was irgendwie reingeht in den Körper. Also da die, solange der Körper Zucker kriegt, kann er mit Willenskraft den Muskel bewegen. Und oft, wenn man so mentale Tiefs hat, hängt es oft auch mit einer Unterversorgung vom Zucker zusammen. Also, das heißt, dann wieder ein Riegel rein und geht wieder. Ja, genau. Also ich habe immer, man versucht halt über den Tag, dass man mit langkettigeren Zucker beginnt und irgendwann ist man beim kurzkettigen, also bei hochwertigeren Riegeln beginnen, aber meistens ist halt bei so Projekten ohnehin nur das, was auf der Tankstelle halt verfügbar ist, weil ich hab jetzt kein richtig Schloss mehr, dass ich gehen kann in den Supermarkt, sondern ich gehe nur bei der Tankstelle schon rein, sodass ich das Radl sehe, schnapp mir wieder ein paar Riegeln, ein paar Getränke und bin wieder dahin, weil ja, ich fahre lieber am Radl eine Spur langsamer und kann mich aber währenddessen verpflegen. Wenn du irgendwo stehen bleibst bei einer Tankstelle und die in den Schatten setzt, das ist ganz gefährlich. Also du darfst nie wo sitzen, weil der Körper fährt runter und dann wird es schwierig, wieder in den Tritt zu kommen. Also einfach die Devise ist immer nie quasi runterfahren, so gut es geht. Also das ist wirklich so, die Devise ist einfach immer weiter und den Körper, wenn du irgendwo eine Viertelstunde stehst, das wird nur schwieriger. Mhm. Du hast in einem Interview gesagt, das war die körperlich anstrengendste oder heftigste Woche für dein Leben. Ja, definitiv. Also ich habe jetzt schon viele andere Projekte gemacht. Das Afrika-Projekt war ungefähr 5 Wochen und die Amerika-Durchquerung so 12-13 Wochen. Das Tempo, was ich jetzt die eine Woche gemacht habe, das könnte ich jetzt ja, noch vielleicht 2 Tage, aber dann kannst du mich einliefern. Also dann, das ist, mit sowas schießt dich ab. Also das ist einfach, da muss man einfach ein gutes Gefühl für seinen eigenen Körper entwickeln, welcher Tempo gut ist. Und auch das mit 2 Stunden schlafen, das kann man auf eine Woche schon machen. Aber wenn du das einfach, also es ist nicht unendlich erweiterbar. Ja, das glaube ich. Ja. Also für mich halt, ich kann ja immer nur von mir reden. Es gibt ja zu dem Thema jetzt wenige Studien. Es gibt schon Beobachtungen, die man früher gemacht hat, so in Kriegssituationen, im Zweiten Weltkrieg gab es tatsächlich Studien, wo gemacht haben, wo man geschaut hat, mit wie wenig Schlaf kommen Soldaten an der Front aus. Aber da hat man eigentlich auch so festgestellt, so 2-3 Stunden ist das Mindeste über einen längeren Zeitraum. Sonst wird einfach, der Schlaf ist das Einzige, mit dem du den du nicht wegnehmen kannst. Also die Leute können ohne Ernährung 40 Tage auskommen, ohne Trinken eine Woche auskommen. Aber du kannst nicht eine Woche nicht schlafen. Das ist eine Foltermethode. Also das ist das Krasseste, was es gibt. Also im Mittelalter haben es die Leute so gefoltert, indem sie es nicht schlafen haben lassen. Also das ist,
Das ist, man wird einfach unklar, man beginnt dann unvernünftige Entscheidungen zu treffen. Hast du das ja selber gemerkt? Ja, schon. Also wie gesagt, in der letzten Nacht eben, wo ich dann beim Auftreten von dem Pass schon unglaublich müde war, man dachte, okay, dann war es oben kühler, dann ist es wieder besser gegangen, beim Oberfahren ist dann wieder ein bisschen wärmer geworden und dann, ich habe dann einfach unten nicht gewusst, wie bin ich jetzt eigentlich runtergekommen, was war jetzt eigentlich, es war zum Glück kein Verkehr, weil es halt um 4 in der Früh war oder so, aber da muss man sich dann einfach selber sagen, okay, jetzt reicht's. Also das ist schon wie so gefährlich. Delirium in die Richtung. Also. Naja, Delirium ist ein bisschen einfach so, wenn man einfach so immer wieder so, wie wenn man mit dem Einschlafen kämpft und immer so wieder sich so kurz sich selber erwischt, scheiße, jetzt war ich fast eingeschlafen und jetzt war ich fast eingeschlafen und dann ist einfach der Zeitpunkt, dass man sagt, okay, jetzt reicht's. Jetzt ist fertig. Jetzt ist einfach das Sicherheitsrisiko nicht mehr vertretbar. Mhm. Mich würde brutal interessieren, warum machst du sowas? Boah. Weil ich denke ja mal nicht, es kann ja nicht, es ist sicher kein Geld bei dir, oder es ist sicher, das ist ja sicher die Motivation für dich, außer dass du das unbedingt schaffen willst, oder was ist da deine Grundmotivation? Zu dem Thema könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge aufnehmen. Ich habe wie 2016 die Afrika-Durchquerung, wo ich meine erste große Geschichte die ich allein gemacht habe, und in Anschluss an das Projekt habe ich dann ein Buch geschrieben. Ich bin in Afrika 36 Tage, glaube ich, unterwegs gewesen und an jedem dieser 36 Tage habe ich versucht, eine andere Antwort zu finden, warum es es gerade wert ist, das zu tun. Und so vielschichtig ist er jetzt. Ich kann nicht sagen, das ist der Grund. Ich glaube, ganz grundlegend in meiner Persönlichkeit ist es schon so, dass ich mir selbst was beweisen möchte. Das ist Fluch und Segen zugleich. Also das pusht mich zu den Leistungen. Ist aber auch ein bisschen ein Fluch, dass ich halt nicht, ich tue mir ganz schwer, also ich kann so Urlaub oder so, wenn Leute sagen, ah, super, jetzt bist du im Urlaub oder jetzt macht, mein letzter Urlaub ist jetzt, glaube ich, fast 6 Jahre her, das war noch Eis zu Eis, da waren wir wirklich 2 Wochen in Thailand und haben ein paar Tage lang das Handy nicht aufgedreht gehabt, aber ich bin mit sowas ganz schlecht. Aber das ist jetzt auch nicht immer gut, also wenn man halt so eben oft nicht loslassen kann. Und jetzt gerade habe ich echt ein gutes Gefühl. Also jetzt bin ich gerade echt zufrieden mit mir, mit dem Ganzen, wie es gerannt ist. Aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Also meine Frau hat mich da auch sehr, glaube ich, geprägt. Die hat mich bei der Amerika-Durchquerung supportet. Das war ja ein Projekt, wo ich quasi Supporter gehabt habe. Und das war ja brutal lang, eben mit den 85 Tage und dann irgendwie ein paar Wochen später waren wir im Urlaub eben in Thailand, 2 Wochen. Und sie hat halt irgendwie beobachtet, dass ich schon wieder anfange, irgendwas zu recherchieren. Und das war halt dann, sie hat mir einfach wirklich gesagt, also wenn ich jetzt ernsthaft 4 Wochen nach dem Projekt jetzt ins nächste stürzt, dann soll ich es gleich sagen, weil dann ist sie weg. Und das hat mir dann wirklich zum Denken gegeben. Und habe mir wirklich so versucht, mein eigenes Tun ein bisschen in Frage zu stellen, ob es nicht andere Wege geben muss, um mit seinem Leben zufrieden zu sein, ohne dass man sich jedes Jahr quasi selbst irgendwie wegschießt mit irgendwas. Und ja, also ich glaube, ich bin echt auf einem guten Weg. Ich glaube, dass man die Psychotherapie, ich habe ja eben vor 2 Jahren diesen Unfall gehabt mit dem LKW, ich habe da so posttraumatische Verhaltensveränderungen durch diesen Unfall und ich habe jetzt relativ viele Therapieeinheiten gemacht mit einer Therapeutin, die mir sehr weitergeholfen hat, was den Unfall betrifft. Wobei, es wird nie wieder gut werden, es ist nur, ich lerne halt nur damit umzugehen. Aber die hat mich ja in der Persönlichkeit, glaube ich, weitergebracht, einfach in dem, dass man eben ja, einen Weg finden muss, für sich selbst eine Daseinsberechtigung zu finden, ohne dass man sie in zu knappen Abständen selbst zerstört. Aber hast du gefühlt, dass das deine Daseinsberechtigung ist, solche Challenges für dich selbst zu erledigen? Nicht ausschließlich, aber es war schon in den letzten Jahren, wenn man da irgendwie so reintaucht in das Ganze, war es halt dann schon irgendwie so, man läuft ein bisschen zur Gefahr,
dass man sich halt versucht, nur mehr über sowas zu definieren. Und das ist eigentlich völlig falsch. Mein Sohn wird jetzt bald 2 Jahre und ich bin unglaublich froh, dass wir uns drüber getraut haben, eine Familie zu gründen, weil da lernt man plötzlich, ja, wie unwichtig sein eigenes Leben ist, wenn der Kleine was braucht. Und der zeigt dann einfach wirklich, was wichtig ist. Und dem ist es scheißegal, was ich sportlich in meinem Leben gemacht habe oder sonst. Dem ist einfach nur wichtig, dass wir für ihn da sind. Und das ist ja schon ein sehr guter Lehrmeister, ein Kind. Und ich bin sehr froh, dass wir uns da drüber getraut haben. Und es bringt mich einfach so ein bisschen ins richtige Leben und zeigt mir halt, dass Sport sehr wichtig ist, aber halt nicht alles im Leben. Und hat mir als Persönlichkeit sicher wieder um einiges weitergebracht. Wo das für die fast schon, ich will jetzt nicht sagen Sucht, aber also wenn du sagst, okay, du bist 80 Tage unterwegs, fährst du durch Nord- und Südamerika durch und 4 Wochen später bist du wieder beim Recherchieren, dann ist das ja schon, also ich sag mal, also generell, dass man das wirklich macht, das macht ja jetzt ja normaler. Heute greife ich mir selber am Schädel. Aber dazu mal in diesem Lauf, in dem ich da war, war ich halt einfach, habe ich das nicht so gesehen. Heute frage ich mich selber, wie angreifend war ich eigentlich. Aber es braucht halt oft immer Abstand und Zeit, um sein eigenes Tun selber zu irgendwie reflektieren. Und also ich kann mich nur wiederholen, meine Frau ist da tatsächlich, also ich glaube, ich mag sie deshalb auch so, weil sie einfach mir immer sagt, was sie denkt. Und sie hat mir schon ein paar Mal gesagt, was sie halt gut findet oder halt, was sie nicht gut findet. Und das brauche ich auch. Also ich brauche eine Frau oder einen Partner, der mir immer wieder sagt, wo meine Grenzen sind. Und ja, das ist ganz wichtig für mich. Also ich brauche eine starke Frau, die nicht nur im Hintergrund immer wieder, also mit mir gemeinsam Projekte entwickelt, sondern aber auch mir sagt, wo dann die Grenzen sind. Ja. Wie kommt so eine Idee bei dir? Naja, Ideen. Ich habe daheim so ein Buch, da immer wieder, wenn irgendwas durch den Kopf geht, da schreibe ich halt auf und ich denke halt einfach auch, als Sportler muss man auch ein bisschen so, oder ich versuche halt so auch ein bisschen mich selbst immer wieder halt zu fragen, was kann ich gut, was kann ich schlecht. Also ich brauche mir mit meinen 41 Jahren jetzt auch zu keinen 5 Kilometer Lauf mehr an die Startlinie stellen, weil da rennt mir jeder Student, den ich unterrichte, davon. Aber es gibt gewisse Fertigkeiten, die man im Alter gut entwickelt hat. Ich habe einen unglaublich gut ausgeprägten Stoffwechsel, Fettstoffwechsel. Ich kann 8 Stunden am Berg gehen mit 1 Liter Wasser und habe dann vielleicht noch ein Reservegel eingesteckt, das ich dann aber gar nicht brauche. Also ich habe einen Körper, der unglaublich gut optimiert ist, ökonomisiert ist. Das Radlfahren generell, da kann ich mit ganz wenig Energie ganz lang unterwegs sein. Und gerade bei so Projekten, wo ich halt einfach teilweise wenig Versorgung habe, auf dem Berg, auf die 46 Kilometer habe ich genau eine Hütte, wo ich was kaufen kann. Dazwischen ist einfach nichts. Und das ist ja der Unterschied, ob ich in meinen Rucksack mit 1 Liter Wasser gehe oder manche andere Leute brauchen einfach 5, 6, 7 Liter. Das ist jetzt keine Seltenheit für so lange Touren. Und ich denke mir halt einfach, ja, die schnell am Berg unterwegs zu sein, das interessiert mich schon immer. Das habe ich schon vor 20 Jahren gemacht. Und mit dem Radl zum Berg zum Fahren, das habe ich vor 20 Jahren auch schon gemacht. Allerdings nicht mit so geile Backtaschen, sondern da habe ich einfach einen schweren Rucksack am Rücken gehabt und habe dann Kreuzweh gehabt vom Rucksack, schon allein. Aber es hat sich da irgendwie weiterentwickelt und ja, mir taugt halt auch die Vorbereitungszeit, die 2 Jahre, also die ganze Ausrüstung zusammenzutragen, Produkte zu kaufen, zu testen, wieder zu sagen, ja, habe ich gekauft, ist aber ein Blödsinn, lasse ich daheim. Das finde ich auch spannend. Oder ich habe manche Firmen, die mit mir gewisse Produkte dann adaptieren oder mit mir Produkte entwickeln. Das finde ich auch ganz spannend. Auch ein schöner Teil des Ganzen. Das kann ich komplett nachvollziehen, ja. So diese Vorbereitung, die da einfuchsen, eindenken, was ist am besten, das kann ich zu 100% nachvollziehen. Man muss halt immer aufpassen bei so Projekten, gerade wenn man seine eigene Ausrüstung dann über die ganze Distanz schleppen muss. Man muss wirklich halt schauen, dass man mit so wenig wie möglich auskommt. Und da habe ich ein T-Shirt, das habe ich halt 7 Tage lang die Wochen rund um die Uhr an, weil für ein zweites ist einfach kein Platz da und vor allem das Gewicht nicht. Und da muss man halt einfach Abstriche machen.
Und so am fünften Tag war es so, da war ich auf der Zugspitze, da hat es beim Auffahren 4 Stunden gekränkt und dann beim Radfahren hat es nochmal 8 Stunden gekränkt und dann habe ich mir extra ein Hotel gebucht, das einen Wäschetrockner gehabt hat. Aber dann habe ich halt das komplette nasse Gewand ohne zum Waschen, weil für Waschen ist keine Zeit, nur in den Trockner geschmissen, mit die Radlschuhe, mit die Laufschuhe, alles war nass. Und die restlichen 2 Tage hat das ganze Ausrüstung nach meine Socken gestunken und nach die Laufschuhe. Und da denkt man sich halt dann auch, ah, fuck. Hätte ich vielleicht nicht doch 20 Minuten ein Schnellprogramm laufen lassen sollen, aber das ist, für das ist einfach keine Zeit. Aber du bist froh, wenn es der Trockner in 20 Minuten die gröbste Nässe wieder draußen hat. Und dann geht es wieder ein in die nassen Sachen und weiter. Ja, aber das ist ja, ich finde das cool, dass man mal so im Leben ist eh so, wir sind so über, wir haben eh alles doppelt und dreifach und mal bewusst zum Sagen, ich mache ein Projekt, wo ich mit wenig auskomme. Das finde ich schon spannend. Bringt die sicher als Mensch weiter. Ja, also ich glaube, dass generell der Zeitgeist so ist, dass wir eigentlich wieder versuchen sollten, mit weniger auszukommen und nicht mit noch mehr, noch toller und ich brauche nicht. Aber generell muss man sagen, dass in meinem Leben, wenn wir wieder sind, warum mache ich das eigentlich? Ich glaube schon, dass die intensivsten Momente im Leben gibt es nicht für Geld, sondern es gibt sie nur dann, wenn du dir in eine Challenge steckst und mit viel Fleiß vielleicht so eine Challenge dann schaffst. Ist für jeden halt vielleicht eine andere Challenge oder eine anders große Challenge. Aber wenn man dann sich sowas auferlegt und sich halt wirklich hart arbeitet dafür, und ich glaube, ich bin schon so ein klassischer Arbeiter. Also ich komme aus einer Familie, meine Eltern sind beide quasi ja, ganz brave Arbeiter und ich habe das gelernt und ich bin selber ein braver Arbeiter. Also ich sehe mich so als braver Arbeiter, einfach auch vom Training her, wie ich das mache. Und ich sehe mich selber nicht als professioneller Sportler, weil ich verdiene mein Geld anderswo. Also ich hab wohl Firmen, die mich unterstützen, aber ich verdiene mein Geld mit Vorträgen, mit dem, dass ich am Universitätssport Kurse gebe, wo ich mit Studenten Radl fahren gehe, laufen gehe, Kurse mache. Camps mache, Skicamps im Winter und Rennradcamps im Sommer noch zusätzlich. Also ich finanziere mir das im Grunde schon auch irgendwie selber. Und das Afrika-Projekt, da habe ich sogar mein Auto verkauft, weil ich Kohle braucht habe. Also das haben wir wirklich alles aus eigener Tasche vorfinanziert. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch keinen einzigen Sponsor gehabt und habe es trotzdem gemacht. Also ich glaube, der Grund auch, warum ich mittlerweile gute Partnerschaften in der Wirtschaft habe, ist, weil ich meine Deals immer so ausgehandelt habe, dass ich immer nur 50% im Vorfeld bekomme und die zweiten 50% erst dann, wenn ich auch das liefere, was ich verspreche. Mhm. Ich glaube, das ist ein guter Tipp, wenn junge Leute irgendwie so Schwierigkeiten haben, so die ersten Partnerschaften einzugehen. Man muss mit beide Seiten müssen aufeinander zugehen. Und wenn ich aber sage, ich will nur die Hälfte und das andere erst dann, wenn ich wirklich liefere, dann ist es auch für eine Firma ein gewisser Ort von, ja, dann wissen die halt auch, der meint das ernst, der will das wirklich tun. Und es gibt halt auch in der Branche, oder generell, es gibt halt auch viele Leute, die viel versprechen und wo dann wenig rausschaut. Und es gibt aber auch Leute, die halt dann wirklich für jede Eventualität dann auch Pläne bereit haben und das dann mit höherer Wahrscheinlichkeit umsetzen. Aber gut. Ich wollte nur gerne auf dein früheres Projekt zurück. Ice to Ice. Das ist unfassbar. Also du fährst von Alaska, von ganz oben, bis nach Südamerika, bis nach ganz unten. ich habe gerade die Zonen vor mir und ich denke, das gibt es doch nicht. So ein 23.000 Kilometer und 170.000 Höhenmeter. Mhm. Das hast du in 84 Tagen und 12 Stunden gemacht. Mhm. Also, ja. meine Frage ist eigentlich, wie nimmt man sich sowas überhaupt vor? Weil das ist ja so. Mit einer gewissen Dummheit wahrscheinlich auch. Also mit so einer. Ich bin ein bisschen naiv, glaube ich, aber ich glaube, das braucht es auch.
Ich glaube, also es gibt in meinem Büro, in meiner Wohnung nur ein einziges Zitat, das ich immer wieder gern verwende. Das ist das vom Einstein und der sagt halt, wenn die Idee nicht absurd ist, taugt es nichts. Und so ist es tatsächlich oft. Also dass ich mir gern eine Idee hernehme, die mich selber begeistert, wo ich mir selber denke, boah, geht das überhaupt? Kann man das machen? Gut, bei S2S, ich war ja der 14. Fahrer, der das schnell probiert hat. Also ich wusste schon, es geht. Ja, aber du warst mit Abstand der Schnellste. Du, ja. Wie viel? 12 Tage Vorsprung, oder? Ja, genau. ja, aber ich denke, keine Ahnung, ist eine Frage der Zeit, bis einer kommt, der sich das antut. Das Thema ist halt, ich bin halt in einer Nische unterwegs, wo man sich halt die Frage stellt, warum mache ich das? Also jeder Profi-Rallfahrer, der in der World Tour unterwegs ist, seine Verträge hat, der würde jetzt, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, so ein Projekt zu machen, für das kein Geld gibt, das viel Geld kostet und am Ende dir einen Einzeiler in ein Rekordbuch bringt. Aber in Wahrheit, also das ist halt immer die Frage, warum macht man das? Man muss für sich selber Antworten parat haben. Geld kann man direkt niemals verdienen, erst dann mit dem, was man halt draus macht. Wie ist das, wenn man bei so einer Radltour dann noch 84 Tage über die Ziellinie fährt? Weil das, also ich glaube, irgendwann ist da ja so ein Grad erreicht, dass das nicht mehr nur Glücksgefühle sein, sondern einfach Erleichterung und endlich ist das vorbei. Nee, ich kann mich erinnern, ich war bis zur letzten Kreuzung irrsinnig angespannt, weil die letzten paar Kilometer wieder extrem viel Straßenverkehr war. Und ich genau weiß, in Wahrheit reicht es, wenn du 10 Kilometer vom Ziel stürzt oder in einen Unfall verwickelt wirst, da bist du trotzdem nicht im Ziel. Ja? Mhm. Und dann haben wir in Ushuaia eben diesen Ziel, das ist so ein Schild, da steht drauf, hier sind sie am Ende der Welt und das ist so definiert, dieses Schüttel ist quasi das Ziel von der Challenge. Und wir haben das Schüttel nicht gefunden, wir sind da durch einen Ort geirrt. Das ganze Team hat sich verteilt, weil keiner gewusst hat, wo das jetzt dieses Schüttel ist und das war dann am Ende noch so viel Stress und das hat die letzten zwei Tage hat es eigentlich nur durchgerängt. Wir waren einfach voll fertig. Wir haben nicht einmal den Zielanlauf gefilmt, weil wir so fertig waren und dann waren wir im Ziel und irgendwie sind wir dann draufgekommen, wir haben jetzt nicht einmal Aufnahmen, die wir den Medien spielen können, weil es gibt keinen Zielanlauf. Dann haben wir den am nächsten Tag nachgedreht, bei wunderschönem Sonnenschein. Aber das Lustige ist, dass die Leute fällt es gar nicht auf. Also ich habe diese Szenen, die Originalszenen, wo wir heulend uns in den Armen fallen, haben wir zusammengeschnitten mit den anderen Zielanlauf, mit strahlendem Sonnenschein. Die Leute fällt das gar nicht auf. Also die muss ich immer extra darauf hinweisen, dass das so gar nicht stimmen kann. Ja, war eine krasse Zeit und es ist ja dann richtig, das Tempo ist halt für mich extrem hoch geblieben in den Monaten hinterher, weil ich medial natürlich viel mitnehmen wollte. Die Vorträge haben gleich begonnen, das war dann irgendwie schon eine krasse Zeit. Und weil das ist voll interessant, weil wenn nicht nur ich und wahrscheinlich so viele Öztaler Mitfahrenden, die machen das für... Also schon, weil er natürlich die Reise dorthin, das Training taugt und so. Aber im Endeffekt ist ja das unendlich gute Gefühl, wenn du über die Ziellinie fährst und das endlich schaffst. Und bei sowas ist ja irgendwann einfach nur mehr, endlich bin ich da. Ja, also die Schlussphase, die war dann schon einmal richtig hart. Das hat sich ein bisschen so, die Startphase für dem Projekt war brutal hart, weil es einfach, war nur Gravel Road, die ersten 600-700 Kilometer und dann hat es gerenkt und dann war ich mit dem Rennrad unterwegs und das war nur Schlammschlacht und das war irgendwie so und zum Ziel hin war es dann wieder ähnlich, da waren viele Straßenabschnitte, die Straßen gefehlt, es war wieder zum Gravel, es war wieder nass, es war wieder kalt, es ist ja für die klimatischen Zonen so, du fängst halt im Kalten an, irgendwann einmal ist es heiß, dann wird es tropisch und dann wird es wieder heiß und dann wird es wieder kalt. Man durchquert halt von Nord nach Süd alle Klimazonen halt zweimal und ja. Also das haben wir dann ein paar Tage lang bei 2 Grad im Regen gefahren. Das war einfach, ja, das war wirklich zermürbend. Und ich war dann schon wirklich froh, dass es dann vorbei war.
Was bringt dich dann dazu, trotzdem weiterzumachen? Ja, wenn du schneller fährst, bist du schneller im Ziel und musst weniger lang fahren. Also das ist, wenn du jeden Tag eine halbe Stunde länger fährst, bedeutet das, dass du am Ende zwei, drei Tage weniger fährst. Und immer so die erste Stunde in der Früh, das Aufsteigen ist halt die härteste, wenn der ganze Körper ein paar Stunden liegt, dann wird die ganze Muskulatur hart, alles wird träge und dann das Gesäß tut ohnehin ziemlich stark weh. Und dann die erste Stunde wieder am Tag ist schon sehr hart, wieder reinzufinden in den Tag. Und boah, also der Start jeden Früh ist eigentlich das Härteste. Und die ersten 100 Kilometer, die gingen meistens nie weiter. Aber das war immer so, die ersten 100 sind die schwierigsten, die zweiten 100 muss man die irgendwie machen. Und der dritte 100er ist dann meistens eh schon wieder besser. Und 400er Tage hat es dann eh nur ein paar gegeben. Ich glaube, 4 oder 5 waren die mal über 400 gefahren sind. Oder die über 400 gefahren bin. Aber dafür, wenn du in die Anden bist. Also, ich habe in die Anden ein paar Ötztaler in Folge gehabt. Das haben mir die Leute auch geschrieben. Ich habe ein paar so Tage gehabt mit 4000 bis 5500 Höhenmeter am Tag. So 10er in Folge oder so. Wow, das ist brutal. Aber natürlich ist das Tempo anders. Ich fahre halt da so, wie ich halt noch kann. Also man vegetiert halt da immer wieder so dahin. Aber was ich halt schon weiß, ist halt auch, also mit Willenskraft und genug Zucker kann man so irgendwas 50-60% seiner FTP kann man immer schaffen. Und wenn ich keine Hausnummer FTP 300, dann kannst du 150 bis 170, 180 Watt, die kannst immer. Und mit 170 Watt kommst du jeden Berg auf. Ich meine, ich bin recht leicht, ich habe so 62, 63 Kilo. Da kommst du immer auf. Du bist halt nicht mehr richtig schnell, aber solange du fährst, kommst du weiter. Und es ist halt, es ist immer wieder hart. Und das war jetzt letzte Woche bei dem Projekt, ist halt immer wieder krass, wenn du halt auf Pässen unterwegs bist, wo halt viele Rennradfahrer unterwegs sind und da kommen sie halt alle mit ihren leichten Waffen daher, sind ausgeruht und du hast halt 12 Kilo Gepäck und bist voll baniert und kannst halt mit denen nicht mitfahren. Das ist eigentlich, das muss man halt im Kopf irgendwie wegstecken können. Es ist, für den Kopf ist das schon hart, wenn du dann Leute kommen siehst und du denkst, ich würde jetzt so gerne mitfahren, aber ich kann einfach nicht mehr. Beziehungsweise, wenn du es versuchst, ist einfach ganz schlecht, weil dann schießt du halt für den restlichen Tag ab. Und ja. Aber das habe ich eigentlich die letzten zwei Jahre so perfekt trainieren können, weil wir unglaublich viel mit unserem kleinen Sohn unterwegs sind. Und ich habe, glaube ich, ein Drittel meiner Höhenmeter in der Vorbereitung mit dem Moritz am Rücken gemacht. Und der hat begonnen, haben wir mit 12 Kilo, wie er noch ganz klar war. Und jetzt das letzte Jahr hat er 18 Kilo mit der Kraxen. Mhm. Mit 18 Kilo 2000 Höhenmeter gehst, da hast du echt was da. Das spürst du, ja. Und mit einem Kinderanhänger, wir haben so einen Single-Anhänger, mit dem man relativ cool fahren kann. Aber das ist, also wir sind da letztes Jahr ein paar Bergpässe in der Schweiz gefahren mit dem Hänger. Also das ist ein unglaublich geiles Training, aber in erster Linie auch für den Kopf, weil du halt, also ich habe mir gleich mal ein paar Meter montiert, weil es ist gut, dass man weiß, dass die Leistung stimmt, aber das Tempo stimmt halt nicht, weil du halt so einen Hänger macht hast. Aber wenn man halt weiß, dass die Leistung eigentlich eh passt, dann ist das im Kopf viel leichter. Und das war eigentlich eine perfekte Vorbereitung eigentlich mit ihm und mit meiner Frau gemeinsam, weil wenn ich mit 18 Kilo am Berg hoch kann, dann kann ich mit 5 Kilo auch schnell sein. Gibt es in deinem Ideenbuch daheim, gibt es, glaube ich, irgendwas, wo du für dir selber sagen würdest, das schaffe ich nicht? Ja, da stehen ja schon Ideen drinnen, die schon 10 Jahre schon drinnen stehen, wo ich vor 10 Jahren wahrscheinlich noch bereit war, noch mehr All-In zu gehen, als ich das heute bin. Also merke jetzt auch schon, also zum Beispiel Eis-to-Eis könnte ich nicht mehr wiederholen. Das kennt ihr einfach nicht mehr im Kopf, weil erstens einmal durch den Umfall, ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, tausende Kilometer in den USA von Bahnstreifen einer sechsspurigen Autobahn zu fahren. Das könnte ich jetzt im Kopf auch nicht mehr, aber ich glaube, ich war auch nicht mehr bereit, 85 Tage lang so hinzuhalten. Also das ist schon eine unglaublich lange Zeit. Hast du ein Beispiel, was glaubst du, was du nicht mehr schaffen könntest?
Ja, also das lange Projekt, das konnte ich nicht wiederholen. Afrika ist vielleicht mit 5 Wochen vielleicht schon einmal, aber ich habe schon so ein bisschen einen Grund. Also das Leben bietet zu viele spannende Ideen, um eine zu wiederholen. Also es gab halt noch so viele Projekte, die mich interessieren würden, und ich weiß ganz genau, zu den meisten wird es einfach nicht mehr reichen, aber ist ja auch schön. Also muss ich auch lernen, dass nicht immer alles geht. Aber mittlerweile habe ich auch schon Freude, wenn der Moritz das erste Mal mit seinem Laufradl auf einer Rampe unterwegs ist und du denkst dann nur, ah cool, wie geil ist das? Der hat vor 2 Monaten angefangen mit dem Laufradl und 2 Monate später fährt er schon in eine Rampe runter. Und jetzt im Wohnzimmer hängen schon seit ein paar Wochen so Turnringe, und der springt, der ist noch nicht einmal 2 und der schwingt schon eine halbe Minute auf Ringen durch die Wohnung. Wie geil ist das? Das ist halt auch schön. Also Ja. eben. Aber das ist super zu hören, dass du, also wie man zuerst gemerkt hat, du hast, glaube ich, oft deinen Lebenssinn definiert mit den Challenges, was du dir gesetzt hast. Und Ja. jetzt merkt man definitiv, dass Ja, aber das ist, glaube ich, auch wichtig. Und ich glaube, da bin ich auf einem guten Weg. Eben, dass man in seinem Leben einfach so viel mehr Sinn erkennt als nur das sportliche Dasein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da bin ich auf einem guten Weg, glaube Das ist gut zu hören. Gehen wir noch kurz auf den Ötztaler ein. ich. Ist auch ein langes Rennen, hast nur einen Tag. Was Ja, aber es würdest ist immer du. so, es ist immer das Tempo, was zerstört und nicht der Umfang. Ja, das Also bei stimmt, mir ja. zumindest ist es so, der Umfang macht mich meistens nicht hin, es ist immer das Tempo, was hinmacht. Also. Ja, was würdest du sagen, oder wie hast du gehandhabt bei den ganz langen Touren mit Essen und so weiter? Ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, beim Eis-to-Eis hat man irgendwann fast zwingen müssen, Nudeln und so zu essen, weil der gesagt hat, sie kannst nicht mehr sehen. Ja. Ja, ist so. Gut, es ist bei Eintagesrennen, sollte es hoffentlich kein Problem sein. Ja, was kann ich den Leuten mitgeben? Fahrt den ersten Anstieg nicht so, als wäre es der letzte. Also, viele Leute wissen eh schon Bescheid, wie der Körper funktioniert. Es gibt so einen gewissen Bereich, wo der Körper einfach beginnt, eklatant viele Kohlenhydrate zu verheizen. Also, bis zu einem gewissen Tempo ist der Körper ökonomisch, und wenn du dann aber spurt schnell wirst, dann verfeuerst du einfach komplett deine Kohlenhydrate. Und wenn man das halt zu früh macht, wird's ein langer Tag, weil dann beginnt man sehr schnell zu leiden. Und ja, man muss einfach vom Start weg beginnen, Kohlenhydrate zuzuführen. Das muss man im Training trainieren. Das kann man nicht, will man nicht. Mittlerweile ist hoffentlich eh schon angekommen, dass man nicht mehr 5 Stunden am Radl fährt mit einer Wasserflasche und mit Wasser drinnen. Also wenn man seinen Körper Performance abverlangt, dann muss man einfach Energie bereitstellen. Das ist eine gute Energie. Das ist wie wenn man in einem Formel-1-Auto Wasser einfüllen würde. Fährt auch nicht schnell. Also das geht halt nicht. Früher war das halt ganz ein anderes Denken. Ich glaube, es ist vernünftiger, wenn man wirklich. Also ich habe noch nie. Also generell, ein Sportler sollte nicht Sport machen, um abzunehmen. Das ist die Absurdität überhaupt. Es gibt natürlich Leute, die machen Sport, um irgendwie abzunehmen. Das ist, mach Performance, damit sie das Gewicht automatisch anpassen. Also ich glaube, das ist immer ein bisschen so Henne-Ei-Prinzip. Also du musst dich am Radl gut versorgen, dann hast du hinterher auch noch so diese Heißhungerattacken. Ganz wichtig, und das mache ich schon ganz lange, ist, wenn du vom Radl absteigst, musst du schon echt einen guten Recovery-Shake, den kann man sich sogar vorher schon vorbereiten. Gute Früchte, Nüsse, da haue ich alles rein, was cool ist. Das kann auch wirklich gut schmecken, das machen wir vorher schon an. Und wenn ich daheim die Wohnungstür aufmache, bevor ich in die Dusche gehe, trinke ich das. Und dann habe ich schon mal nie die Gefahr, dass ich da jetzt zur Naschlade gehe und einmal eine Tafel Schokolade ex oder so. Das passiert aber. Ich kenne das, ich mache viel Rennradl-Camps, wo die Leute komplett im Unterzucker heimkommen und dann vor dem Abendessen noch 2 Packerl Haribos reinfuttern. Das könnte man alles vermeiden, wenn man es einfach am Radl schon gescheit macht. Und man kann auch ganz anders performen, wenn man Energie nachführt. Also, Einfach Energie zuführen. ja, Das also ich ist Allerwichtigste. hoffentlich mittlerweile ist es jetzt eh schon angekommen, auch im Breitensport, dass das einfach keinen Sinn ergibt. Ja, ich glaube aber, dass früher schon anders war. Also generell im Training.
Früher war ja die Devise, wer noch mehr Stunden trainiert, wird dann am Ende noch besser sein. Ich glaube, dass es schon ein gewisses Maß gibt, wo es einfach absurd wird und dumm wird. Man wird nicht mehr besser mit noch mehr Stunden, sondern man muss einfach die Qualität hochhalten. Und mein Beispiel ist eigentlich das Beste. Ich habe jetzt die letzten Jahre durch den Moritz auch nicht mehr gar so viele Stunden zur Verfügung, aber ich habe einfach mit hochwertigem Training bin ich jetzt für die Leistungswerte eigentlich genau dort, wo ich früher war, mit viel mehr Stunden. Einfach weil ich ja mittlerweile mich auch im Winter im Trainingsraum einsperre und mich mit nur zweistündigen Einheiten auf Zwift mich komplett herrichten kann. Was hast du denn so für das Projekt jetzt Stunden in der Woche trainiert? Boah, ich habe immer geblockt. Also ich habe über das ganze Jahr gesehen, weiß es gar nicht genau, also nicht übertrieben. Ich würde sagen, vielleicht so im Schnitt 20 Stunden netto die Woche, aber ich habe halt dann wieder Blöcke gemacht, wo ich mich halt komplett wegschieße. Also so richtig, keine Ahnung, so 50 Stunden Wochen oder so, wo ich mal einfahre oder so. Also Trainings, ich mache halt so extrem geblockte Sachen. Also dass ich mich in Trainingslager komplett wegschieße. Aber das kann ich halt auch nur, weil ich halt jetzt so viele Trainingsjahre mitbringe, dass ich es einfach körperlich verkraft. Ja, voll. Wenn ich das Gleiche jetzt an aufschreibe, der das erst 2 Jahre macht, der wird komplett hinig aus der Woche rausgehen. Aber ich mache das jetzt einfach schon so lange, dass mein Körper schon so gut adaptiert ist. Die ganzen Sehnen, Knorpel, das braucht so viele Jahre, bis sie die verändern und adaptieren. Und da, also ich habe immer wieder nach Eis zu Eis, haben mich mehrere Ärzte untersucht, weil sie wissen wollten, ob mein Körper irgendwie anders ist oder so, warum ich das aushalte quasi. Und erstens einmal glaube ich tatsächlich, dass ich einen relativ robusten Körper habe, aber ich habe halt einfach mein Leben lang immer Sport gemacht. Also auch schon als Kind. Ich habe nur einmal 3 Jahre lang gearbeitet, da war ich 3 Jahre lang ziemlich faul. Aber ich habe mit 15 Jahren den ersten Profivertrag als Inlineskater angeboten bekommen. Also ich war scheinbar trotzdem schon ganz gut unterwegs. Ich habe einfach immer Sport gemacht, ich war immer im Freien. Meine Eltern haben mir das einfach immer so vorgelebt. Hast du brutale Pumpen mitgekriegt von daheim? Ja, die wächst. die wächst, die ja. Pumpen wächst. Ja, klar. Aber ich glaube ja tatsächlich, dass das, was ich mache, nicht also die Projekte sind ungesund, logisch. Aber ich glaube, so der ganze Aufbau über die Jahre, das ist jetzt nicht ungesund, was ich mache. Also ich glaube, ich habe überhaupt da keine Wehwehchen. Und jetzt bin ich doch schon 41. Also ich glaube schon, dass man... Also das ist vielleicht so ein bisschen mein Lebensziel, dass ich bis ins hohe Alter einfach immer auf meinem Level halt einfach leistungsfähig sein möchte. Vielleicht wird das mit 50, 60, 70 dann ganz was anderes bedeuten. Aber das ist definitiv ein gutes Lebensziel, ja. Ja, vor allem ich kann es ganz gar nicht erwarten, dass unser Bub ist erst 2, aber wenn der ein bisschen öder wird, bei jedem Gipfel, auf dem ich jetzt war, habe ich am Gipfel irgendwie Danke gesagt und habe gesagt, ja, ich möchte irgendwann einmal, keine Ahnung, in 10 Jahren oder so, das erste Mal mit Bub dann umstehen. Und dann wird alles langsam, aber dann wird ich auch langsamer sein. Und dann vielleicht wird irgendwann schnell einmal der Punkt kommen, wo der Bub mich stehen lassen wird. Ich glaube, das wird hart werden, aber ich glaube, da muss ich auch drüber und das wird meine Persönlichkeit dann wieder weiterbringen, weil dagegen kann keiner was tun. Und also generell das Thema Altern im Sport, ja bitte, ist doch schön. Also ich habe oft, wenn in der Früh extreme, keine Ahnung, Tränensäcke, schaue oft aus, aber ich denke mir, schön. Meine Frau auch, die nach einer Schwangerschaft, ich habe da jetzt auch Falten, ey, das ist schön, das ist ja, das du, ich hab, du kannst eine Geschichte erzählen, die eine Falte, die ist mir da jetzt sieht, ja, du hast unser Kind geboren und austragen, das ist ja cool. Also immer so diese perfekte Welt, also ich bin eher einer, der jede Schramme kann eine Geschichte erzählen und ich erzähle lieber Geschichten, als zu perfekt zu sein. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Schlusswort, ja. Ja, ja, dann danke für die Einladung. Danke dir für das ganze Erzählen. Sehr kurzweilig. Ich hoffe für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ja, naja, also ich wünsche den Leuten, die das jetzt vielleicht noch vom Ötztaler hören, alles Gute, genießt es, seht es als Privileg, starten zu dürfen, seht es als Privileg, dass so gesund seid, dass ihr überhaupt starten könnt. Und so muss man es eigentlich sehen. Genau, richtig. Danke, Michael.